Wir machen weiter mit We Are Football und sind mit unseren Allnern ausgerechnet Ende der Saison in eine Mini-Krise abgerutscht. Aua. Wir waren schon mal besser. Irgendwie läuft es nicht ganz so gut, wie ich es mir vorstelle. Schaut euch das mal an hier. Gewonnen, verloren, verloren. Gewonnen, unentschieden. Das ist für eine Spitzenmannschaft schlecht. Jetzt kann man sagen, okay, guck mal, wo du herkommst, WB. Als Trainer von Aalen, vor 5 Jahren oder vor 5,5 Jahren warst du viertklassig. Jetzt ist man schon enttäuscht, wenn man auf Platz 3 der Tabelle steht. In der Bundesliga. Insofern ist es ein bisschen schräg, ne? Aber naja, komm. Wir waren so lange auf dem 2. Platz, aber das Wichtigste ist, wir wollen unbedingt Champions League Qualifikation erreichen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und da brauchen wir halt 6 Punkte noch Vorsprung und noch 7 Spiele. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. So. Jetzt ist ein ominöses Spiel hier und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist gegen Hertha, aber gegen die haben wir schon mal gespielt. Es ist irgendein Bug. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wir gehen rein und schicken wieder Spieler rüber. Gucken wir mal kurz. Fansclub beschenken. Wir besuchen einmal einen Fanclub. Eine Weiterbildung bitte. Jemand krank? Erkältet. Felix. Fanwerbung? Nötig? Nein. Eins weiter. Warum Schei dabei sein sollte, Brodak, weil die glühende Anno-Fan ist. Status-Meeting? Beim Hauptsponsor. 59 Millionen Miese. Aua! Das hier machen wir. Einmal auslaufen, aktive Erholung. Und wo waren wir bei der Kondition, bei der Frische? Eigentlich gut. Frische Werte sollten auch oben bleiben. So, dann schauen wir mal, wie fit wir mit unseren verschiedenen Spielphilosophien sind. Alles ist gut. Alles prima. 5 verschiedene Spielphilosophien beherrschen wir aus dem FF und haben da auch gute Skills für. Was könnte man sonst alles machen noch? Das kann eigentlich alles so bleiben. Über- und Unterzahlspiel könnten wir nochmal lange trainieren. Rondo ist nur allgemein cool. Distanzschüsse 72, Ecken, Rückraum. Pressingwerte gehen. Rückraum würde ich gerne nochmal trainieren. Wir gehen hier auf die Mitte und trainieren hier die Rückraumecken nochmal. Damit wir die weiter rauf gelevelt bekommen. Die anderen Werte sind alle richtig, richtig gut. So machen wir das. Sponsor ist super glücklich. Alles läuft. Gute Besserung, Felix. Alles Gute. Jetzt bin ich sehr gespannt, was das hier bedeutet. Ich bin gespannt, ob wir gegen Hertha spielen müssen. Wenn ja, bin ich ein bisschen sauer. 2 Managerpunkte? Weil wie soll das? Das kann doch nur ein Anzeigebug sein. Wie soll man 2-mal gegen die spielen? Nein. Was denn das für ein bescheuerter Bug? Wir hatten doch gerade gegen die gespielt und 4-2 verloren. Hinspielen. Also das war vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen in der Meisterschaft.
Wie wird denn das in der Tabelle berechnet? Vielleicht haben die einen kompletten Spieltag wiederholt. Vielleicht spielen die anderen auch alle nochmal alles doppelt. Das ist aber ein bizarrer Bug. Das ist aber ein sehr bizarrer Bug, ja. Sehr seltsam. Wer ist verletzt? Ach, Katabach ist immer noch verletzt. Scheibengleis. Jetzt muss der hier links durchspielen. Links hatten wir aber nachher dann immer eingesetzt den, wie stark sind wir, 110 zu 117. Durchschnittsform 6-8, bei uns 8-0. Teamspieler fehlt. Jamie ist wieder bei Form 7. Jamie spielt statt Foster. Jamie kann wieder mitspielen. Hat sich im Training super cool gesteigert, darf sofort wieder mitspielen. Damit ist der zweite Teamspieler auch drin. Dann haben wir viel zu viele Anführer auf dem Platz. Wir spielen bei 3 Offensiven zu Hause mit 2 ZM-Lern. Wir spielen mit 2 ZM-Lern. Das finde ich eigentlich okay. Und ziehen die Außenverteidiger wieder ein Stückchen vor. Ja. Leistner tauschen wir aus. Anführer haben wir wie Sand am Meer im Moment. RW wollten wir nachher links bringen. Wir haben aber nur einen Analytiker, zwei Analytiker, den stellen wir mal hier hin. Form schwach ist nur noch Margarian. Wir könnten Margarian austauschen, Margarian, entschuldigt bitte, austauschen gegen... Wir könnten höchstens austauschen gegen den Innenverteidiger. Udokai ist wieder da. Fitnesskondition ist schlecht, aber kann eingewechselt werden. Also wir könnten die hier austauschen, so zum Beispiel, aber das ist mir zu krass. Wir starten so mal. Zwei, drei Anführer. Das könnte so funktionieren. Sind starke Leute auf der Tribüne? Nein. Sind super starke Leute draußen, die mitspielen sollten? Ja, er hier. Dann tauschen wir die mal aus. Dann haben wir einen Teamspieler mehr. Dann haben wir allerdings nur noch zwei Kreative auf der Bank. Auf dem Platz, dann würde ich gerne lieber einen dritten Kreativen reinnehmen und Latau gegen RW. Oh, dann sind wir gleich deutlich schlechter. 114 gegen 117. Wir versuchen es so mal. 116 gegen 117. Form auf dem Platz ist okay. Der ist formschwach, den können wir wie gesagt nicht rausnehmen. 6, 8 gegen 7, 5 frische Werte und Konditionswerte auch okay. Haben wir die Besten auf dem Platz? Zapata könnten wir links nehmen für Carlitos Paulita. Fitness 80. Das geht mittlerweile. Jetzt haben wir 117 gegen 117. Lever in der Mitte. Nee, wir spielen stattdessen mit... der ist auch besser. Perez geht nicht, ist gelb-rot gesperrt. Scheibenkleister. Ich hätte gerne hier eine hängende Spitze. Und Lever als hängende Spitze. Wir können ihn etwas zurückziehend einsetzen, hier hinten hin, in die Lücke. Mehr geht echt nicht. So höchstens. Jetzt nur weiter nach außen. Ich würde gerne hier in die Mitte noch einen reinpacken, ins offensive Mittelfeld. Wir haben ja keinen gescheiten offensiven Mittelfeldspieler. Wir können Moda Hut weiter nach vorne setzen. Das wäre eine Option. Dann würden wir einen Punkt verlieren. Wir könnten ihn deutlich offensiver aufsetzen. Wir könnten eben hier mehr in die Lücke reinziehen. Das können wir machen. So.
Lass uns erstmal, wir probieren mal aus, Moderhut offensiv spielen zu lassen. 5 Defensive, 4 Offensive. Nee, das machen wir nachher. Wir fangen erstmal normal mit ihm an. Und wenn es gut läuft, können wir das immer noch machen. Dann ziehen wir ihn ein Stückchen vor. So. Jetzt den Rest uns noch angucken. Das scheint aber alles zu stimmen. Marcel Mark bleibt noch draußen. Ist ein Formschwacher auf der Bank. Mit Paulita. Kondition stimmt bei allem. Zapata hat 80. Den wechseln wir dann später gegen Paulita aus. Der ist nur 10. Der ist 11. Der ist 8er Form. Der ist 7er Form. Scheint so zu stimmen. Wie viele Stürmer haben wir auf der Bank? 2. Muss er auf jeden Fall durchspielen. Und Zager kann nachher zentral spielen. DMler haben wir auf der Bank. Das sollte eigentlich klappen so. Der Torwart von denen ist halbwegs gut in Paraden. Haben die einen Stoßstürmer? Keinen. Wir spielen zu Hause. Ballbesitzfußball, aber vorsichtig defensiv um die. Wir starten mal mit Ballbesitzfußball und neutral. Alles gleichmäßig. Etwas über die Flügel. So, Pressing, das bleibt, das bleibt, das bleibt. Das sind die, diese beiden Angriffe machen wir an. Das sind die, wo wir über die Flügel angreifen. Manndeckung keine, Schwachpunkt haben wir keinen gesehen. Mannschaft auf Augenhöhe. Kahn Stroh, heute machst du dein Tor. Das wird heute ein Tag. Das würde ich mal so lassen. Also im letzten Spiel, im Finale gegen die Bayern, da machen wir auf jeden Fall unser wichtigstes Spiel des Jahres. Da brauchen wir 5 Fokuspunkte, da müssen 5 übrig bleiben. Wir könnten hier also auf Taktik gehen oder auf Stärke. Könnte mir vorstellen, weil ich will schon gerne gewinnen, dass sogar auf 3 Taktik gehen. Damit es auf jeden Fall klappt. Alternative 5 Stärke bleibt nichts mehr übrig, 2 Stärke geht immer. Wir gehen mal auf 2 Stärke. Wut wird uns nicht angeboten, wir gehen mal auf 2 Stärke. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wer ist da am Drücker? Hertha ist am Drücker. Hertha ist am Drücker. Wir wechseln mal und gehen eins runter und auf vorsichtig defensiv, um unsere 5 Defensiven zu stärken. Die haben die bessere Halbzeit. Ich gehe noch eins runter. Die sind wieder besser. Aber es ist bei denen jetzt ausgeglichen. Die spielen kontrolliert offensiv. Mir mit abgesicherten ruhigen Aufbauspiel. Die haben die bessere erste Hälfte erwischt. Jetzt gleicht sich's aus. Ahlen kommt. Erster Angriff durch Ahlen. Stroh. Der junge Schweizer. Raus auf Akbulut. Unser 5 Millionen Mann. 40 Millionen Mann. Der Hut in die Mitte. Lever. Ja, Uldi. Abseits. Ein Analytiker läuft ins Abseits. Hertha kommt. Im Chat. Ist denn ja niemand, der im Chat da, der unsere Leute anfeuern möchte? Da kommt der erste Ruhe. Ist denn niemand da, der hier seine Fanschals schwenkt und mal was brüllt? Echt, Leute. Philippi Zapata. Udokai schießt deutlich an dem Tor vorbei. Nichts passiert da. Ist ja super peinlich.
Keine Stimmung in den Rängen. 23. Endlich. So, 1-0 Führung für die Pause. Die werden eventuell eine Motivationsrede halten. Wir halten nicht noch eine. Denn wir liegen ja vorne. Wir spielen mal so weiter. Oh, der hat aber nachgelassen hier. Der ist jetzt schon bei 48. Das ist aber krass. Den wechseln wir nachher aus in der 60. Lob und Tadel bitte. Vorsicht ist Lob für Felix. Mehr ist nicht drin. Felix freut sich. Ecke, der Herr Tanner. Klostermann. Nein! Das tut so weh. Das tut so weh. So, die haben gewechselt. Wie? Ah, die kennen keine Flügel mehr. Flügel komplett aufgelöst. Dann gehen wir aber bitte volle Pulle beim Angriff über die Flügel, wenn ich bitten durfte. Jetzt wechseln wir mal durch. Der muss raus. Entschuldigung. Felix muss raus. Felix ist ein Teamspieler. Wir haben drei Teamspieler auf dem Platz. Wir haben drei Analytiker. Die sind alle fit. Ein, zwei Kreative nur. Wechseln einen dritten Kreativen ein mit Letao oder Sinclair. Letao ist ein halber Linksfuß. Sinclair ist ein Rechtsfuß. Letao können wir, glaube ich, hier hinsetzen. Der ist nämlich total am Abbauen hier. Der dritte Anführer raus. Drei Kreative. In die Mitte ist Sinclair nochmal. So. Jetzt haben wir drin. Da können wir machen. Zwei Anführer reichen. Jetzt würde ich in der Mitte noch bringen. Polita könnten wir für Zapata bringen. Dass der Jamie so unfit ist hier. Die anderen sind noch halbwegs okay. Zapata hat ein Problem, ist aber noch bei 55. Form bei 8, er bei 7. Die können wir noch so lassen. Die Flügel sind entscheidend für uns. Jetzt versuchen wir, über die Flügel zu kommen. Wir könnten Zapata rausnehmen gegen Paulita. Verlieren wir einen Punkt. Einen starken Punkt, aber bekommen einen ganz frischen Mann. Und rechts kann man nichts machen. Wir könnten Paulson auch rechts bringen für ihn. Das sind die letzten Wechsel. Dann haben wir nur noch einen Anführer auf dem Platz. Das wäre nicht so klug. Zwei Anführer hätte ich schon gerne. So probieren wir es mal. Gucken, ob das klappt. Ja? Und nehmen Moda Hut in die Offensive rein. Schusstechnik ist da. Er hat Schusskraft Doppelplus. Er hat Schusstechnik Doppelplus. Und Robby Lever geht noch weiter in die Spitze. Und Aruf und er, das versuchen wir mal so. Etwas nach links. Moderhut hat, glaube ich, einen links, hat einen Rechtsfuß. Und Kahn Stroh hat Beidfüße. Dann kommt Enna links und Moderhut hier hin. So, ja. Fünf hinten, vier vorne, der in der Mitte. Ballbesitzfußball, das ist so eine neutrale Einstellung. Neutral in der Mitte.
und über die Flügel und Pressing rauf. Beide Mannschaften spielen jetzt offensiver. Wer das nächste Tor schießt, hat gewonnen. Nichts passiert, das klappt nicht. Wir haben immer noch 5 Defensive. Wir gehen 1. Wir gehen runter auf Defensiv. 5 Defensive haben 4 Offensive. Pressing bleibt oben. Wir sparen etwas Kraft und wir nehmen Modahut wieder in zentrale Mittelfeld. Weil wenn man die Defensiven stärkt, werden die Offensiven geschwächt und er zählt dann hier wieder als neutraler Spieler. 5 Defensive, 3 Offensive. Ahle kommt. Scheint zu klappen. RW raus auf Leitao. Paulita, linker Flügelmann, reingekommen. Frischer Mann. Modahut raus auf Green. Der ist ein bisschen kaputt. Schon. Ah, er kann nicht mehr. Läuft auf der Rille. 1-1. Hertha. 4 Minuten Verschluss. Nochmal ein Freistoß für Hertha. Weit am Tor vorbei. Wir gehen vorsichtig mit dem Einsatz hoch. Können einen frischen Mann bringen in letzter Minute. Paulson rechts. Mark hinten. Mann. 1-1. In der Tabelle sind wir auf Platz 3. Und wir haben die anderen gespielt. 5 Punkte Vorsprung nur noch. Auf Platz 5. Allen schwächelt. 5 Punkte Vorsprung noch. Und wie viele Spiele noch? Ich glaube, die haben einen Spieltag komplett wiederholt, ne? Der ist komplett nochmal simuliert worden, ja. Völlig bescheuert. Denn ausgerechnet gegen die Mannschaft, gegen die wir uns anscheinend schwer tun, müssen wir nochmal antreten. Also echt. Oh, Schatzer schreibt, diesen Bug habe ich auch. So, als nächstes pushen wir. Vincente Branner. Bremen gegen Aalen. Oh, die haben eine Revanche. Die ist 5-0. Echt? Gegen Bremen sind wir im DFB-Pokal ins Finale gekommen. Fans. Fanklubbe beschenken. Einmal Weiterbildung. Das war's, ne? Ist jemand krank? Ja. Fanclubs besuchen. 14 Tage. Kleine Aktion in Neunkirchen, bitte. Geht nicht. Eins weiter. Gehaltserhöhung. Gucken wir uns mal an. Nico. Torwarttrainer. Ist das ein guter? Ja. Gute Eigenschaften. Achter Stufe geht. Eigenschaften okay. Fleißwert hoch. Können wir ihm denn überhaupt eine Gehaltserhöhung geben? Weil das Vereinsbudget bei uns ist negativ. Wir können ihm keine geben. Ist nicht möglich. Kann man nicht machen. Würde ich gerne, geht nicht. Ist nicht drin. Tut mir echt leid, ist nicht drin. Einfach nicht drin. Bitter. Wir sind so pleite, Leute. Wir können doch nicht mal unseren Mitarbeitern mehr eine Gehaltserhöhung geben. Guten Leuten, die sich für uns aufopfern. Keine Gehaltserhöhung mehr drin. Das ist echt klitzekleines bisschen beschämend.